Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem kleinen Flohmarktmaster-Kanal. Ich war gestern überraschenderweise mal wieder im Kino nach Ariel. Ich habe jetzt diese Woche Urlaub und nächste Woche habe ich auch noch Urlaub bis zum Freitag. Und ich habe mir gestern einfach mal den DC The Flash angeguckt mit Ezra Miller, der den Flash spielt. Ist er natürlich nicht der Original-Flash aus 1950, sondern Flash, die Figur, wurde dann nachher nochmal umgeändert. Das heißt quasi, Flash hatte damals ja einen Helm auf. Ich kenne die ganzen Comics und sowas alles nicht. Ich habe mich jetzt dafür, ich weiß, dass es die Flash-Serie gab, damals gab, im Fernsehen. Es hat mich jetzt halt nicht so interessiert. Jetzt gestern bin ich einfach mal wirklich ins Kino gegangen, weil ich da mal wieder Bock hatte auf einen Marvel-Film und wurde auch nicht enttäuscht. Ne, der Ezra Miller spielt den Flash eigentlich ziemlich gut. Das Ganze beinhaltet jetzt natürlich diesen Film, also die Flash-Saga wird jetzt quasi durch diesen Film quasi beendet. Was dieser Film halt quasi, der Film lässt viele Fragen offen. Jetzt gestern bin ich jetzt auch das erste Mal mit Flash in Berührung gekommen. Ich weiß, dass es davon diverse viele Comics gibt. Der Film läuft 144 Minuten, ist FSK 12 und ist am 15. rausgekommen. Am 14. denke ich wohl mal, wird wohl Premiere gewesen sein. Gestern kann ich euch ja hier und da noch mal ein paar Bilder einblenden. Ich saß oben auf der Tribüne, das heißt an der Brüstung habe ich gesessen. Da habe ich jetzt mal das erste Mal gesessen, weil das ist eigentlich ziemlich gut, weil du da einen ziemlich großen Blick nach vorne hast. Du sitzt quasi so und musst nicht so runter gucken. Ja, hinter mir saßen dann auch noch Leute, aber es war gestern recht ruhig und recht leise. Das hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, ich hatte einen halben Liter, also 0,5 Cola gehabt und eine mittlere Portion Popcorn. Der Film war ein Heidenspaß. Ja, was kann ich sagen? Was mir halt jetzt nicht so gefallen hat, die CGI-Effekte waren für mich jetzt nicht so sonderlich gut gesetzt. Also ich weiß jetzt nicht, was dieser Film gekostet hat. Der Flash. Hier bekommt man auch Batman und diverse andere Supergirl. Habt ihr da, ne? Ist das Supergirl? Ja, das ist Supergirl. Und man hat, ja, ich möchte euch da jetzt nicht so viel von verraten. Also, ich fand das jetzt gestern schon gut. Film hat mich gut unterhalten. Der Schauspieler passt da ziemlich gut, obwohl es da im Set viele Probleme gegeben hat. Aber ich kann euch den Film The Flash wirklich ans Herz legen. Ob der jetzt quasi so gut abgeschnitten hat von der Marvel-Verfilmung, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ihr bekommt hier und da auch noch welche aus dem Marvel-Universum zu sehen. Aber da möchte ich euch nicht so viel verraten. Hier und da kann ich dann vielleicht noch mal ein paar Bilder einblenden. Aber es war auf jeden Fall auch sein Geld wert gestern. Also ich habe jetzt gestern 20,40 Euro bezahlt. Ist jetzt nicht gerade günstig. Mit 12,50 Euro mit Getränk und Popcorn kommt man da schnell mal auf den Preis. Ja, wie gesagt, das Kino ist eigentlich immer sehr sauber. Also auf Sauberkeit wird da immer drauf geachtet und ja, ich war eigentlich überrascht, gestern 16 Uhr Vorstellung, dass da so wenig los war. Ja, wie gesagt, das ist ja mitten in der Woche, es ist Donnerstag, also wir saßen da jetzt, was saßen unten, 3 oder 4 Leute, dann noch 2 Leute hinter mir, neben mir. Hier. Lass uns da mal 7 Leute gewesen sein, 7 oder 8 Leute, so ganz genau weiß ich das nicht. Ja, aber wie gesagt, The Flash hat mir gut gefallen.
Hier könnt ihr euch auch noch auf andere Superhelden freuen, die es in den Film geschafft haben. Und die Titelmusik war auch recht gut stimmig gewesen. Was mich jetzt so gewundert hat, ich saß denn nach diesem Film denn noch und habe noch halt noch auf so einen Abspann gewartet. Ich weiß es nicht, ob da noch ein Abspann kam. Aber gutes Kinoerlebnis mal wieder. Ich hatte da mal Bock drauf und vielleicht könnt ihr da auch noch mal ein kleines Feedback zu geben oder so, wie euch der Film gefallen hat. Hat euch der Film interessiert? Wart ihr da enttäuscht von? Ich denke wohl mal, viele, die sich jetzt die Serie angeguckt haben, dürften von dem Film vielleicht doch ein bisschen enttäuscht sein, weil The Flash halt nicht so, er ist schon oft zu sehen, Flash, aber ich denke wohl mal so, Batman und Co. Hatte da etwas größere Screentime gehabt in dem Film Flash. Aber mir hat der Film ganz gut gefallen. Ob er jetzt den Weg in meine Sammlung finden wird, weiß ich noch nicht. Auch bei Ariel weiß ich es noch nicht, ob der Film tatsächlich in meine Sammlung landen wird oder nicht. Oder ob es nur bei einer Sichtung bleiben wird. Das dürfte es gewesen sein, Leute. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Und vielen Dank.